Ich habe 60 Tage lang eine Carnivore-Diät gemacht und möchte euch in diesem Video davon berichten. Hey Leute, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Das ist mein erstes Longform-Video hier auf dem Account. Und ich habe mich jetzt dazu entschieden, regelmäßig solche Videos hochzuladen, euch ein bisschen auf meinen Reisen mitzunehmen und euch einfach ein bisschen von meinem Leben zu berichten. Und es funktioniert halt mit solchen Videos am besten. In diesem Video nehme ich euch einfach mal mit, wie so ein Carnivore-Tag bei mir ausschaut, was ich so esse, wie das Ganze so abläuft. Und am Ende vom Video werde ich euch berichten, wie sich mein Körper innerhalb der 2 Monate verändert hat und was die Carnivore Ernährungsweise für Vor- und Nachteile hat. So, und jetzt geht's ab zur ersten Mahlzeit. Es ist jetzt schon kurz nach 4 und ich esse jetzt meine erste Mahlzeit und das ist wirklich Premium. Das ist ein Ribeye Steak, ich zeig's euch mal. Das wird gefroren, geliefert. Ich habe das gestern schon rausgelegt. Ich liebe es. Ich verlinke euch das mal in der Beschreibung. Leider ein bisschen teurer, aber totally worth it. Schaut euch dieses Prachtexemplar an. Da kommt jetzt noch ordentlich Salz drauf. Beide Seiten natürlich. Und jetzt bin ich mal gespannt, wie es geworden ist, weil bei diesen dicken Dingern ist es manchmal echt schwer, die überhaupt ein bisschen durchzubekommen. Also ich will es nicht durch, sondern Medium. Aber manchmal ist es auch roh und dann esse ich es halt einfach roh, ist mir auch egal. So, erstmal hier die Fettschwarte. Geil. Bei einer Carnivoren-Ernährung ist es ja so, dass man hauptsächlich seine Energie aus den Fetten zieht, also kaum Kohlenhydrate. Man hat eigentlich fast gar keine Kohlenhydrate. Das Coole ist, dass unser Körper komplett ohne Kohlenhydrate überleben könnte, weil er die eben selber herstellen kann. Und es ist perfekt geworden. Es ist einfach perfekt geworden. Ich finde es so krass, wie man den Unterschied merkt zu einem billigen Steak. Der Geschmack ist einfach viel, viel intensiver. Eigentlich kann ich jetzt schon ein bisschen über die Vor- und Nachteile sprechen von der Carnivore-Ernährung. Also ein großer Vorteil ist auf jeden Fall, dass man extrem viel Energie hat. Oft ist es ja so, dass man irgendwas isst und danach total müde wird. Das hast du bei einer Carnivore-Ernährung einfach nicht. Vor allem, weil dein Insulinspiegel nicht nach oben und nach unten schießt. Das verursachen in der Regel Kohlenhydrate. Dann zweiter Vorteil, du musst nie drüber nachdenken, was esse ich jetzt heute, weil du in der Regel dann den festen Plan hast. Also bei mir war es jetzt innerhalb der 60 Tage eigentlich immer das Gleiche. Ich habe nur 4 Lebensmittel gegessen. Steak, Lachs, Magerquark und Eier. Die Eier habe ich nach einem Monat ungefähr weggelassen, weil ich die einfach nicht mehr sehen konnte. Dann ein weiterer Vorteil, ich hatte irgendwie das Gefühl, dass mein Schlaf besser geworden ist. Es kann auch sein, dass ich mir das nur eingebildet habe. Aber ich habe in den letzten 2 Monaten auf jeden Fall sehr gut geschlafen. Meistens jetzt nicht so viel, aber die Qualität war irgendwie gut, hatte ich das Empfinden. Ja, und dann für mich der größte Vorteil, ich bin sehr gut über den Tag gekommen, was das Hungergefühl angeht. Ich hatte täglich so 2200 bis 2300 Kalorien, also ich war im Defizit und habe jetzt innerhalb der 2 Monate auch 7 Kilo abgenommen. Und diese ganze Diät ist mir überhaupt nicht schwer gefallen. Es gibt aber auch einige Nachteile von dieser Ernährungsform und die möchte ich jetzt mal ansprechen. Also der erste Punkt ist auf jeden Fall das Geld. Es ist sehr, sehr teuer. Ich meine, stellt euch mal vor, ich habe jeden Tag 2 Steaks gegessen. Dann 200 Gramm Lachs, noch die Eier. Gut, der Quark ist jetzt nicht so teuer, aber es schon allein durch das Steak und den Lachs hat sich das extrem summiert am Ende des Monats. Dann zweiter Nachteil, du bist nicht mehr so flexibel. Klar, wenn du jetzt essen gehst, du kriegst schon meistens irgendwo ein Steak, aber das dann auch nur als Steak zu bestellen, ist irgendwie auch komisch. Also der gesellschaftliche Aspekt ist auf jeden Fall auch noch ein Thema und ein Nachteil. Ja, dann noch ein Nachteil, den ich vorhin angerissen habe, irgendwann kannst du die Sachen einfach nicht mehr sehen. Also beim Steak ging es bei mir immer, auf Steak hatte ich immer Bock. Aber ja, zum Beispiel, wenn du jeden Tag 6 Eier isst oder jeden Tag nur noch Lachs und keine Ahnung, irgendwann nervt es dich auch ein bisschen und du würdest gern mal wieder was anderes essen. Einen weiteren negativen Punkt, den ich ansprechen möchte, ist so der Umweltaspekt, moralischer Aspekt beziehungsweise auch der nachhaltige Aspekt. Da muss man ganz ehrlich sagen, so viel Fleisch zu essen ist mit Sicherheit nicht gut. Deswegen würde ich immer darauf achten, wenn ihr das machen möchtet, dass ihr auf jeden Fall auf gute Qualität setzt. Was dann am Ende halt bedeutet, dass es sehr teuer wird. Was mir gerade noch einfällt, ab und zu habe ich auch Leber gegessen, meistens so einmal die Woche, weil das halt extrem nährstoffreich ist. Und ein positiver Aspekt, den mir gerade noch einfällt, ist, dass meine Verdauung viel besser geworden ist. Also ich habe nicht mehr solche Bauchkrämpfe, ich habe keine Blähungen mehr. Ich habe lauter Glücksschisse, muss ich ganz ehrlich sagen. Es ist, Verdauung lief sehr gut. So, und jetzt gibt's gleich schon meine nächste Mahlzeit. Ich habe nämlich schon wieder Hunger. Das Beintraining war anstrengend. Und zwar gibt's jetzt 200 Gramm Räucherlachs. Ich glaube, für manche Menschen ist es schon komisch, das alles so einfach pur reinzuessen. Aber man gewöhnt sich dran.
Und ganz ehrlich, manchmal habe ich mir hier auch mal noch ein bisschen Senf drauf gemacht. Vielleicht habt ihr ja schon mal meine Lachs mit Senf-Videos gesehen. Manchmal muss es einfach sein. In circa einem Monat fliege ich nach Thailand. Da werde ich euch auf jeden Fall auch mitnehmen. Aber bis dorthin habe ich mich jetzt dazu entschieden, mit dieser Ernährungsweise aufzuhören. Vor allem, weil ich die Sachen nicht mehr sehen kann und weil es halt so teuer ist. Aber wenn ihr hier nichts mehr verpassen möchtet, dann würde ich mich sehr über ein Abo freuen. 20 Uhr, Zeit fürs nächste Steak. Das sind so ungefähr 400 Gramm Entrecot. Das ist eigentlich auch das Steak, was ich in meiner Carnivore-Zeit jetzt am meisten gegessen habe. Also schaut, dass ihr fettige Steaks zu euch nehmt. Sowas wie Rinderfilet oder Rumpsteak ist jetzt nicht optimal, weil der Fettgehalt ziemlich niedrig ist. So, nächstes Steak, Steak Nummer 2, das lasse ich mir jetzt schmecken. Kurzer Check noch, so ist das Steak geworden. Finde ich richtig geil, wenn es so ein bisschen blutiger noch ist. Schreibt mal in die Kommentare, wie ihr euer Steak am liebsten esst. Bevor ich jetzt das Video beende, zeige ich euch noch meine letzte Mahlzeit. Das sind 500 Gramm Magerquark. Man kann alternativ auch den 20%igen oder sogar den 40%igen Quark nehmen. Ich habe jetzt hier den Magerquark. Ich zeige euch jetzt, wie man den richtig lecker macht. Also wir hauen den erstmal in die Schüssel und ich hoffe, es funktioniert gut. Ja, Nummer 1, Nummer 2. Und jetzt der wichtigste Schritt, da muss Wasser rein. Also, schön Wasser rein, dann rührt man den erstmal schön cremig. So sieht es jetzt aus. Und jetzt kommt mit Abstand der wichtigste Tipp. Geschmackspulver, das ist aber nicht irgendein Geschmackspulver, das ist Schokolade-Haselnuss-Geschmackspulver. Und wenn du das in den Quark packst, dann schmeckt es wie Zsotmonde, trust me. Und das Coole ist, dass das im Vergleich zu allen Anbietern von Prosys recht günstig ist, weil so eine Packung kostet mit meinem Code SENF10 unter 5 Euro. Wo findet ihr ein Geschmackspulver für unter 5 Euro? Je nachdem, wie süß man es mag, haut man sich da jetzt ein paar Scoops rein. Ich mache meistens so 4-5 Scoops, weil ich es schon gerne süß mag, muss ich ganz ehrlich sagen. Umrühren und schmecken lassen. Nur, dass ihr mal kurz meine Werte habt. Ich bin jetzt bei 272 Gramm Eiweiß heute, bei 93 Gramm Fett und nur 26 Gramm Kohlenhydrate. Bei ungefähr 2050, 2100 Kalorien. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Gebt mir bitte ein Feedback in den Kommentaren. Mich würde es wirklich interessieren, ob euch das Ganze gefallen hat. Mir macht das Ganze auf jeden Fall hier Spaß. Mal wieder ein bisschen längere Videos. Ich finde es irgendwie schade, wie sich das alles entwickelt hat auf Social Media. Alles so schnelllebig. Und hier in dem YouTube-Video kann man endlich mal einfach wieder ein bisschen erzählen. Also lasst gerne einen Like da, kommentiert das Video und das Abo nicht vergessen. Wir sehen uns beim nächsten Video. Ich freue mich.